Ja, moin ihr Lieben. Ja, ihr seht's schon, auf dem Weg, diesmal Magdeburg. Ich hatte viele Ideen und viele Pläne, aber naja, das Wetter, aber dennoch Arschbacken zusammengekniffen und raus. Also, Fotoborg, dranbleiben, hoffentlich spannend. Ja, moin ihr Lieben, willkommen zurück. Ja, es sollte eigentlich ein toller Tag werden. Ich hatte mir vorgenommen, Magdeburg anzusteuern, um ein bisschen zu fotografieren, auch aus einem bestimmten Grund. Aber ja, als ich auf der Autobahn war, als ich in Magdeburg reingefahren bin, habe ich schon gesehen, das wird wahrscheinlich nicht so spektakulär, weil es war total diesig, es war nichts im Himmel. Aber dennoch habe ich mir gesagt, na komm, raus. Fotos machen und auch dieser Fotowalk, ich glaube, man sieht ja immer Bilder mit fantastischen Ergebnissen und mir war einfach auch mal wichtig, euch zu zeigen, wie sowas aussehen kann, dass nicht immer alles Gold ist, was glänzt und von daher habe ich mich dann doch entschlossen, komm, ich drehe, mache ein paar Fotos und die Idee war halt hier diesen Rotfilter, das war eigentlich der Plan, ich habe jetzt endlich einen Rotfilter bekommen für die Q2 Monochrom und ja, den wollte ich eigentlich heute ausgiebig testen. Ja, Magdeburg bietet ja wirklich viel und ich war auch schon zigmal hier bei wirklich fantastischem Wetter. Aber ja, man sieht ja immer nur die wirklichen Top-Foto-Walks mit tollen Ergebnissen und das ist natürlich nicht immer so. Und das soll eigentlich dieser Fotowalk auch mal zeigen. Und ich habe mir gedacht, nee, komm, ich zeige einfach mal auf, wie so der Alltag sein kann mit dieser eher tristen Stimmung, ein bisschen neblig. Und habe mir dann gesagt, okay, das ist die Herausforderung, heute mal zu gucken, trotzdem vielleicht ein paar interessante Motive zu finden, euch zu motivieren, auch wenn man oftmals sagt, naja, also heute gehe ich nicht raus, heute mache ich gar nichts. Ich bin halt fest der Meinung, es bringt einen immer weiter und von daher habe ich es dann durchgezogen und mir ein paar Perspektiven und Motive gesucht und bin dann da halt ja, im menschenleeren Magdeburg umhergelaufen. Ja, nachdem ich so einiges abgeklappert hatte, die Bilder seht ihr alle hinten dran, also eine Auswahl davon, die viel größere Auswahl natürlich wie immer bei Instagram, habe ich dann auch so nach einem, ja, einem Rundgang war es das dann und habe mir gedacht, okay, komm, hast ein bisschen was im Kasten. So zu dem Zeitpunkt war ich überhaupt nicht sicher, dass da irgendwas Brauchbares bei ist, aber egal. Bewegt, fotografiert, auch hier Erfahrung gesammelt, die Kamera noch besser kennengelernt und ich glaube, das sollte einfach die Motivation sein und als ich dann abends bearbeitet habe, war ich dann doch froh, dass ich es gemacht habe. Also, ihr seht jetzt hinten noch ein paar Bilder. War mal ein anderer Fotoborg. Ich wünsche euch was Schönes, werdet und bleibt gesund und ja, ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht. Schreibt es mal unten rein. Bis bald, ihr Lieben und tschüss.